Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars Die Complete Saga. Ich bin es wieder, euer herzgeliebter Jokerz, und mit dabei ist der Drachenbursch immer noch. Wir haben mittlerweile schon ziemlich viel Spielzeit, sehe ich gerade. 6 Stunden 30 haben wir sogar hier schon verbracht in diesem wunderbaren Spiel. Ja gut, und es waren ein paar Abstürze dabei, aber ich glaube, die zählen nicht dazu, oder? Doch, ich glaube schon. Wollen wir mal los, weiter? Nächstes Level? Nein, wir wollten shoppen. Boah, wir haben ja richtig viel Shopping. Ach ja, wenn ihr den, das jetzt ein bisschen besser sein soll von der Bildqualität, was ihr gerade seht, weil ich werde jetzt mal versuchen, anders zu rendern, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt oder ob ihr da keinen Unterschied erkennt. Dankeschön. Wookie, so, warte. Wookie. Klon. Was sollen wir denn nehmen? Rebellengruppe, imperiale Sturmtruppe, imperialer Shuttle-Pilot. Java. General Grievous ist gerade an uns vorbeigelaufen. Oh Gott. Greedo, imperialer Spion. Mann, die sind Sandtruppe, Tastenräuber. Und dann nehmen wir einfach alles. Fangen wir von hinten an und von hinten kaufen wir einfach mal alles. Alles, was geht. Yep, Joke, jetzt fängt einfach von hinten an. Hässlich. Shaki, kann man nicht, gibt's nicht. So, okay. Oh, eine weibliche Wookie. Weiß nicht, was gibt's denn, Wookine? Ne, gibt's irgendwas? Ja, du bist auch so eine Wookina. Du Wakin. Ich versuche hier nur wegzukommen. Weg. Wo ist, hier hast du gesagt, General Grievous. Er ist ja da, so siehst du. Nein. Weg von dir. Nein. Waren wir Episode 4? Ja. Echt? Ja, ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Muss ich leider ehrlich gesagt zugeben. Oh, alle greifen dich an. Niemand mag dich. Und kann ich mir so einen coolen Indiana Jones Helm? Oh ja. Like Indiana. Also Indiana Jones, wir gehen mal hier weiter in die nächste Episode, würde ich vorschlagen. Ey, guck mal, das ist so voll tief, so. Ja. Und zwar werden wir die Prinzessin versuchen zu retten. Wir spielen nämlich jetzt Super Mario Star Wars. Rette die Prinzessin, Story. Da. Episode 4. Eine neue Hoffnung. Kapitel 4, rette die Prinzessin. Prinzessin Leia ist an Bord des Todessterns gefangen und weigert sich immer noch, den bösen Darth Vader zu verraten, wo der Rebellenstützpunkt versteckt ist. Inzwischen haben Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi einen gewissen Han Solo beauftragt, sie zu Leias Heimatplanet Alderaan zu fliegen. Sie entkommen den imperialen Truppen auf Tatooine und springen in den Hyperraum. Doch Alderaan ist verschwunden, sein Volk wurde Opfer von Darth Vaders Ungeduld. Dort, wo der Planet früher einmal war, liegt nur noch der düstere Schatten des Todessterns. Wow, ich hab geflüstert. Ich fühle mich jetzt voll intelligent und weise, und da kackt sich jemand gerade ein. Ganz neue Gefühle für dich, oder? Schon so ein bisschen. Normalerweise bin ich eher so der prüde Arsch. Arsch. Von dem an. Er hat Arsch gesagt. Arsch. Und jetzt möchte ich bitte eine Schweigeminute, weil der amerikanische Sprecher von Meerjungfrau Mann gestorben ist. Ist er übrigens wirklich, also ist kein Spaß. Danke für die tolle Zeit. Unauffällig, gekonnt unauffällig, würde ich sagen. Auffällig, unauffällig. Ja, auffällig, unauffällig. Und das, wer er spürt. Naja, dafür ist er nicht so der Hellste. Er dreht sich einfach um und geht weg, die. Boah, bitte darf ich nicht so einen Versager spielen. So viel dazu. Ja, du hättest noch wechseln können, wenn du schnell genug gewesen wärst. Wir hatten nämlich, ich hatte Han Solo und du hattest Luke Skywalker. Aber ja, ich habe wieder den coolen Kerl mit der Armbrust. Ja, du bist wie immer der coole Kerl. Mit der Armbrust. Guck mal, ich habe einen TIE Fighter gebaut. Bist du jetzt stolz auf mich? Sag, dass du stolz bist. Hey, da kann ich noch was kaputt machen. Da gibt's noch viele tolle bunte Steine. Oh, da ist ja noch was verborgen. Das kannst aber nur du machen. Tja. Da gibt's auch noch ein paar schöne Sachen. Was kann ich hier noch machen? Oh Mann, Steine. Kannst du die eigentlich noch kaputt schießen hier an der Wand, die Dinger? Oder? Ja, natürlich. Ah, sehr schön. Ein Stein für Jokerz. Tja, sind wir mal wieder steinreich, ja gut. Ich schieße ihn unsere Zuschauer. Den Joke-Heads habe ich schon früher gebracht. Darüber habe ich nicht gelacht. Aber ich umso mehr, das reicht doch. Aha, komm, mach mal den C3PO ein bisschen betäuben, dann sieht es wieder aus wie moderne Kunst. Büdel. Tschüss C3, nicht, dass wir ihn jetzt an der Tür bräuchten oder so, aber... wo geht's hier? Warte. Ja, da brauchen wir einen Klunk. Ah, perfekt.
Ja, da braucht man einen Klonkrieger und rat mal, wer sich gerade eine super... Warte mal, hier kann man auch vorher noch was aufbauen. Wir fangen da vorne an. Ah, Hilfe. Man greift ist meine Klonkriegermaske. Du kleiner. Dafür würde ich ihn umbringen. Alle um. Cool. Versager, ja. Den einzigen, den ich umgebracht habe, war Luke Skywalker. Warte mal, sieht man hier irgendwas? Manchmal sieht man doch so, wenn man durchs Fenster guckt. Also ich sehe da nichts. Bauen wir mal lieber hier ein bisschen zusammen die Steuerung vom Todesstern. Die Armaturen. Jetzt müssen wir den Traktorstahl deaktivieren oder so, damit wir nicht mehr gefangen werden können. Das ist doch hier eigentlich ein Bonusbereich, also. Nee, das ist hier schon das... Ah ja, stimmt, das kann auch ein Bonus... Könnte auch ein Bonusbereich sein, das weiß ich gar nicht. Ein Mini-Sternzerstörer. München! Es sind immer noch Steine. Warte, ich geh mal Monsieur. R2... Warm. Da mussten wir sogar weiter, das macht nämlich die Tür. Okay. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Okay, passt schon. Wird alles wieder... Also dann retten wir mal die Prinzessin. Ich wette, irgendwie in der amerikanischen Version oder so hat die nichts an. Oder irgendwie, oder in japanischen oder... Warte mal, was nein, die Droiden sind weg, wir hätten das hier vorher noch aufmachen müssen. Was denn? Verdammt, was denn? Hier. Ja, du hast mal wieder voll verkackt. Ja, haben wir auch. Du bist schuld. Ich will aber wieder... Ja. Und wir haben keinen Jedi-Ritter mehr dabei. Du Scheiße, ein Solo. Können wir da jetzt echt lang? Nee, aber oh, doch, da ist ein Roboter. Oh. Ah, Bonus-Level. Wieso kann ich da nicht rein? Ah, aber ich kann da rein. Au. Oh. Was soll ich denn machen? Ich kann die entsorgen. Kann die ja, mach. Geht's da runter? Ja, da ging's runter. Ah, ich muss 10 von denen muss ich da runterwerfen. Und was bringt es uns dann, wenn wir da 10 runtergeworfen haben? Ja, dann kriegst du eine Belohnung. Dann gibt's 10 nervige Klonkrieger weniger. Kann ich eigentlich auf die Typen werfen, diese roten Kisten? Darauf hätte ich auch mal Lust. Wow, ich bin gar nicht gestorben. Ah ja, ich kann ja auch die Kisten drauf werfen. Ah, schade, ich könnte sie auch aufeinander werfen, aber das hat leider nicht geklappt. Und rein mit dir, jawohl, gute Reise. Nimm die Kiste, mach sie platt. Bäm. Mach sie doch immer platt. Gut, dass die es auch überhaupt nicht checken, dass sie gerade alle umgebracht werden. Nee, das wäre viel zu offensichtlich. Ja, das sind auch... Oh Gott. Wow, sind, was für ein... Sind ja auch Klonkrieger, die sind nicht so die allerhellsten. Zumindest in dem Spiel. Man sind ja alles nur Klone von Jango Fett. Und Jango ist gestorben. So. Yay, Minikit. Und ich... Das musst du, glaube ich, greifen. Jawoll, und da haben wir das erste Minikit auch schon. Jawoll, das erste Minikit haben wir auch schon. Und jetzt? Ja, jetzt gehen wir da weiter, wo wir hin müssen. Ja, und zwar da lang. Nein, da geht's lang. Da kann ich mich noch dran erinnern, mein Freund. Glaube mir, da geht es lang. Siehst du, da warten sogar schon Freunde auf uns. Ups. Ja, danke. Siehst du, ich sag doch, da warten sogar schon Freunde auf uns. Ja, und du hast mich getötet. Also. Ich bin doch ein guter Freund. Ich habe sogar... Gute Freunde töten sich. Gute Freunde geben sich einen Blaster. Na, das klingt schon wieder falsch. Ich gebe dir auch immer einen... Halt! Ja. Halt, stopp. Halt, stopp, da wollte ich auch rein. Stell dir vor. Ah, das ist Parallelgang. Hier gibt's zu viele Parallelgänge und so. Ja. Mann, wir bräuchten Druiden. Müssen wir nämlich auf der anderen Seite auch nochmal durchgehen. Ach, die kann man zuerst kaputt schießen. Oh, sehr geil. Nee. Ja, wirklich? Echt jetzt? Ja, gerade habe ich's rausgefunden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Bist du stolz auf mich? Ja, ich bin voll stolz auf dich. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Alt, komm mal her, Jetzt gehen wir mal zurück. Holen da noch den Rest, den wir da vergessen haben. Alter, das ist so lang. Da müssen wir doch außenrum nochmal. Ich weiß nicht, was ich ohne dich machen würde. Ich glaube, ich würde aufhören mit... Wahrscheinlich nicht Lego Star Wars im Together spielen. Doch, das hätte ich dann mit dem... Ich glaube, hier müssen wir springen. Aber sicher bin ich mir nicht. Ja, da müssen wir springen, aber da kommen wir nicht rüber. Denn leider haben wir wieder mal keinen R2 dabei. Traurig, aber wahr. Ja, ich weiß auch nicht. Kann ich mir auch... Oh, Putzdruide! Bei mir passt der Klonkriegerhelm wenigstens. Ach ja, jetzt nicht mehr. Nein! Du wolltest es ja. Schieße auf die Kameras. Ich habe wirklich auf die Kamera gezielt. Glaube mir doch. Ah, ich auch. Und ich habe die Kamera getroffen, also... Du kleiner... Das war nicht absichtlich. Das war wirklich nicht absichtlich. Also noch Kamera.
Ey, warum habe ich das nicht getroffen? Und du ja, schon? Weil du Kaka bist. Weil du Kaka. Und hopp. Ah, da drüben ist Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Nein. Wann macht denn der Obi auf? Hier können wir nicht weiter. Bist du das da drüben? Nein, ich bin nicht. Okay, das macht er automatisch. Ja, der alte Krügel. Der alte Sack. Cool. Klonkriegerhelme für alle. Haha. Hui, viele bunte Münzen. Ja, jetzt hast du selber Münzen gesagt. Aha. Ah, verdammt. Ja, ich hab's auch schon ein paar Mal falsch gesagt. Ich geb's ja zu. Auch, hey, hey, hey. Auch ich bin nur fast unfehlbar. Ja, mit Betonung auf fast. Mit der Betonung auf unfehlbar. Ja, ich wollte auch mal was Sinnloses sagen. Das ist aber mein Part. Da hast du mich doch ins LPT geholt. Ja, jetzt haben wir beide keine Klonkriegerköpfe mehr. Wer ist das? Und ich wurde erschossen. Man hat mich erschossen. Total unverdient. Ja gut, du machst das immer etwas effektiv. Ah, wir brauchen doch wieder Klonkrieger. Hossa, ich bin... Hossa. Meine Emotionen halten sich überhaupt nicht in Grenzen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum? Weil in den Let's Play, da sollst du doch munter und motiviert sein. Ja, aber als ich mir eingehört habe, als ich versucht habe, enthusiastisch zu sprechen, enthusiastisch. Ne? So voll deutsch, gell? Habe ich voll gedeutscht. Da habe ich gesagt, dass es nervt, oder? Nee, da ist mir aufgefallen, dass es nervt und überhaupt nicht so toll klingt. Ach so, na gut. Da versuche ein Mittelding dazwischen zu finden. Wie wär's damit? Ein Mittelding zwischen enthusiastisch und... Kennst du das Gefühl, wenn Kaugummi in deinem Mund irgendwie flüssig wird? Ja, kenne ich. Eklig. Hm, hast du gerade Kaugummi im Mund? Ja, immer. Okay, gut. Wenn er jetzt Nein gesagt hätte, hätte ich mir Sorgen gemacht. Hä? Wie ist das? Nein, der Stein ist runtergefallen. Oh mein Gott. Zeit, dass sich was dreht. Dreh weiter. Ich dreh doch. Ich dreh doch, was ich kann. Ich mach doch hier Däumchen drehen. Oh, wie passend. Oh, wie gut. Boah, hast du gesehen, wie ich dem ausgewichen bin? Hast du das gesehen? Nee. Ja, hättest du aber sehen müssen, das war ja... Nee. Das war tot, 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 alle, tot, allen, ja, inklusive tot, den, mir. Tot, tot, tot und verderben. Tot, aber alle müssen... geht's dir gut, oder? Alle müssen sterben. Alle. Ist es ansteckend oder so? Alle sterben. Hey, wir haben Minikit. Siehst du? Und da laufen sie. Da marschieren die Leute. Ich glaube, er hat einen Schaden. Naja, solange es nicht ansteckend ist, kein Problem damit. Ich gebe dir gleich nicht ansteckend. Er hat stecken gesagt. Niveaulos. Schmerz lässt nach. Ja. Warte, brauchen wir wieder einen Klonkrieger. Nein, wer hätte das gedacht? Gut, dass rein zufällig draußen ein Klonkriegerautomat war. Wo kriegen wir eigentlich? Oh, nee. Das ist irgendwie praktischer, wenn man einen Klonkrieger dabei hat. So leicht, oder? Nee. Nicht? Kommt dir nur so vor. Oh, das war gut. Das war hier Pro-mäßig. Like a boss. Warte mal. Ah, da muss ich hin. Nee. Ja, super. Nur damit ich ein bisschen winken kann. Da geht die Tür dann von alleine auf, oder was? Hat die Winkerkennung? Ja klar, Sprachsteuerung ist voll von gestern. Ja. Ein oranger Stein? Kann man nicht aufsammeln. Hat ich noch nicht gesehen, sowas, aber okay. Habt ihr schon mal einen orangen Stein gesehen? Schreibt's doch in die Kommentare. Langsam wird's ja echt nicht mehr lustig. Ja, das war ja gerade eben, was nicht lustig war, habe ich's ja gesagt. Ja, du kannst... Hier bräuchten wir wieder einen Jedi. Jedi... Voll Jedi. Da braucht wir einen Droiden, vermute ich. Nein, wir brauchen einen Klonkrieger. Und ganz zufällig bin ich ein Klonkrieger. Oh. Oh, Entschuldigung. Da wollten wir eigentlich nicht stören. Eigentlich wollten wir da ja mitmachen. Nein, ich wollte da nicht mitmachen. Nicht in die Klonsauna, in der Klonsauna baden gehen. Das ist schon geil, ich wollte bis im Weltraum und hast so eine geile Bahn. Ah, nein, jetzt habe ich meinen Helm wegen dir verloren. Nicht nur dein Helm, Schnuppi. Haben wir noch irgendwas verpasst? Gibt's hier noch irgendwas? Ah! Nee. Doch. Gibt's Dusche! Jetzt können wir uns hier mit blauen Blasen duschen. Bubble Tea, ja, so wird Bubble Tea hergestellt im Todesstern. Da kann man sich sogar mit dem Zeug duschen. Irgendwie sehe ich gerade nichts, aber könnte mir auch nur so vorkommen. Vielleicht müssen die alle die gleiche Farbe haben. Denn du kommst hier gerade irgendwie ja nichts mehr raus. Ja, musst du.
Nee, so funktioniert das nicht irgendwie. Irgendwas machen wir falsch. Mhm. Wahrscheinlich bringt es auch gar nichts, was wir da gar nicht machen. So, wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwie so ein Minikit, wenn man... Da hatten wir noch welche vergessen. Okay. Zuschauer. Na gut, komm, gehen wir weiter. Erobern wir den Todesstern weiter zurück. Weil wir ja eh so viel liegen lassen, haben aber gar nicht mal was dafür konnten, weil wir in die ganzen Bereiche nicht rein konnten. Das war ein bisschen ärgerlich. Alle müssen sterben. Stirb. Sonst geht's dir immer noch gut? Nein. Ja. Alle müssen sterben. Ich glaube irgendwie der gute Joker ist dem geht's hast du gerade so irgendwie so super schnell Bauart? Was? Wieso hast du gerade so super schnell gebaut? Vielleicht kommen dann keine mehr, wenn man auf die Kamera schießt. Ja, das stand vorhin. Echt? Ja. Ich kann wieder nicht lesen. War ich wieder unbegabt? Lass das wieder weg und du hast die Wahrheit. Ich sag nix. Ich sag nix. Mm-mm. Alles wäre weil Luke, stirb. Das war nur... Oh, hast du den Move gesehen, wie ich das Ding weggepackt hab? Mega. Jetzt tu doch dein Ding runter. Du sollst dein Ding runter tun. Ah, oh nee, nicht noch mehr von denen. Wir kommen ja nicht mal mit zwei klar. Halt. Und in irgendeinem von denen ist Leia drin, wahrscheinlich. Vermute ich mal so. Oh, stimmt. Ey, das war echt nicht geplant. Das tut mir auch voll leid. Davon kann ich mir auch nichts kaufen. Das ist wohl wahrscheinlich sehr wahr, dass du dir davon nichts kaufen kannst. Luke ist wieder mein Opfer. Da reicht's eigentlich, wenn einer immer vorne steht und schießt. Okay. Ja, das ist aus den ganz alten Lego-Bausätzen. Da gibt's diese Skelette noch. Kennst du die noch? Mhm. Halt! Stopp! Die kennen die Jüngeren von euch vielleicht gar nicht mehr, diese Skelette. Auf jeden Fall sehr cool. Ey, man kann die Türen auch alleine aufmachen, das ist ja nicht schon geil. Wart ihr früher eigentlich auch Lego-Fans? Oder habt ihr immer gesagt, langweilig, Lego, Lego ist voll Kinder. Mainstream. Wie war das bei euch? Also ich muss sagen, ich war... Nein. Erst die anderen Sachen holen, richtig. Wir dürfen jetzt keinen verlieren. So, können wir noch wahrer Jedi werden? Naja, können wir nicht. Aua, nicht mich schlagen. Halt. Nee, da können wir noch nicht hin. Da müssen wir... Okay, ich wollte nur gucken, ob wir vielleicht... Das war eine gute Tat von dir, aber leider... Aber kommen wir jetzt nicht erst in die... Kommen wir jetzt nicht erst noch in die Müllpresse rein? Ich weiß gar nicht, wann wir in die Müllpresse reinkommen. Es kann schon sein, dass es jetzt ist. Kann aber auch sein, dass es später ist. Schauen wir mal, was die gute Leia dazu sagt. Ach, hier brauchen wir Jedi. Ob der Akku halb voll oder halb leer ist. Kapierst du, Leia? Nein. Oh Gott, wir sind im falschen Ding drin. Oh Gott, im falschen Film. wir sind im falschen... Ne, ich glaube, wir sind sogar im richtigen Film. Sind wir hier wenigstens mal richtig, ja. Grüß dich, Leia. Sie liegt nicht mehr so sexy wie vorhin. Ah, hat sie uns was zu erzählen? Ne, hat sie nicht. Na gut. Ich mag die einfach nicht. Oh, oh. Jetzt kommt ein Berserker. Oh ja. Sie sieht gefährlich aus. Ich finde es ja lustig, dass Luke fast mit Leia geschlafen hätte. So geil mit dem Knochen. Die Idee ist mal richtig geil. Level abgeschlossen, Fallspiel freigeschaltet und wir kriegen Han Solo. Stumptruppel. Luke Skywalker. Stumptruppel. Und Vari, die sind wir nicht... Aber diesmal haben wir echt nichts verpasst. Diesmal haben wir keine Chance gehabt. Da muss man echt... Beim zweiten Mal kann man dann nur Vari, die kriegen. Ja, was könnte das sein? Ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich da weiß ich es auch nicht. Es ist zu... Und wir setzen die Story fort, weil der Joker schon wieder auf Start gedrückt hat. Aber das alles erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Servus.